Schön da unten bleiben, solange ich hier öffnen bin, ja? So, Leo, komm. Komm. So sieht's heute aus. Ja, schön. Wir haben ganz schön was geschafft. Gestern Abend vom Abendessen habe ich noch da die Fläche ein bisschen gerade gemacht. Das setzt sich dann noch ein bisschen fort. Und auch darüber zum Teich dann hinter. Und dann wird das eine schöne Spielliegewiese. Ja, und unser Teich hat sich auch gut gestaltet. Wir haben das ja dann noch ein bisschen abgemessen und dann noch mal ein paar Schichten drauf. Wir werden das dann wahrscheinlich noch mal mit Wasser abspritzen, damit das wirklich sich auch festsetzt und dann nicht eine Überraschung dann nach, keine Ahnung, einer Woche gibt, dass irgendwie dann doch hier vorne irgendwie einen Meter weiter unten ist oder so. Genau, und sieht schon mal ganz gut aus. Teichfolie ist sogar auch schon da, leider aber noch nicht der Vlies. Der muss dann drunter, unter die Teichfolie. Diesmal machen wir es richtig, weil bei dem alten Teich da hinten haben wir es nämlich nicht gemacht mit Vlies. Und ja, hat natürlich dann auch relativ schnell einen Riss in der Folie gehabt. Also das kann ich nur empfehlen, das zu machen. Genau, und dann kommt das hier, wenn das da unten fertig ist, dann alles weg. Und das wird auch nochmal ganz schön viel Arbeit. Und zwar müssen wir bis hier runter, Alter, das muss alles weg an Erde. Das meiste geht dann zwar ins Loch, aber mal gucken, ob wir dann noch irgendwo was wegschaufeln müssen. Hier schauen wir mal, was wir alles noch rauskriegen. Kies, Holz und so und die Pflanzen, die Steine, dass wir die noch alle retten. Und die Pumpe muss dann auch da rein. Mal gucken, wie ich es mache, weil das war immer ein bisschen ätzend mit der Pumpe da hinten. Um da dran zu kommen, war immer irgendwie ja voll der Eck und ist natürlich auch nicht schön so. Mal schauen, ich habe mir überlegt, da vorne an der Ecke hier, da so ein Pumpen-Schildkrötenhäuschen hinzubauen. Mal gucken, dann kommt man da schön von unten da dran. Aber mal schauen, weil eigentlich hatte ich sogar den Plan, hier oben, das Wasser wieder reinlaufen zu lassen. Aber mal schauen. Ich weiß noch nicht so genau. Ach ja, und da ist so ein Metallstempel, den muss ich nur abflexen. Sonst macht er die Folie kaputt. Genau, den Busch, der war früher da. Der sitzt jetzt dort. Der Himbeerstrauch saß auch da hinten, aber er saß vorher dort, weil ich eigentlich mehr Platz eingeplant hatte. Aber ich habe jetzt doch ein bisschen anders da geplant und dann habe ich jetzt den hier hingesetzt. Aber dem geht es scheinbar ganz gut. Der kommt schon wieder. Himbeeren sind immer relativ unzerstörbar. Genau, und da hinten hier war mal so Hagebutten und Rosenstrauch. Den haben wir jetzt aber auch weggemacht. Weil erstens ist er hässlich, zweitens sind es schon richtig krasse Dornen teilweise. Mal schauen, ob wir eins finden hier. Das ist noch vom Rosenstrauch. Ja, ist schon alles ein bisschen tiefer vergraben. Naja, und mit dem Oscar ist das dann ein bisschen blöd, wenn dann hier die Spielwiese ist und hier wächst so ein Rosenstrauch. Deswegen kommt der leider weg, war eh nicht schön. Genau, und die ganzen Wasserpflanzen, schaut mal, wie schön die sind. Oh, so schön waren die noch nicht. Ja, genau, da hinten wächst Schilf, das muss natürlich dann auch alles mit rüber. Genau, das ist der Stand der Dinge. Mein neuer Spaten ist auch schon da. Schön. Kann ihn jetzt nur nicht mehr benutzen, weil ich ihn nicht mehr brauche. Zumindest aktuell nicht. Mal gucken. Wir wollen noch da hier. Da hinten ist schon ein Loch gegraben und dann kommt noch ein Stück weiter vorne noch ein Loch hin. Und so kommt der Busch dorthin. Und der Busch da hinten. Die kriegen ihren Platz hier am Zaun dann. Damit das ein bisschen abgetrennt ist. Der Oscar dann nicht die Schildkröten mit Sand oder Steinen oder so bewirft. Also ein bisschen geschützter ist für beide Seiten einfach. Genau, und die kriegen dann ihren Platz noch. Und da muss dann hier noch ein Loch gegraben werden. Das könnte man dann mit dem neuen Spaten machen. Yay! Da ist sie, die neue Teichfolie. Super cool. Schön zusammengerollt. 4x4 Meter. Könnte wahrscheinlich locker reichen. Ich schätze mal, das ist jetzt 2x1 Meter und knapp 1 Meter Tiefe. Also 4x4.
sollten eigentlich reichen, wenn nicht, haben wir ein Problem. Aber nee, sollte eigentlich passen. Genau. Schön. Ja. Mein Vlies ist da und es ist schon ausgelegt. Das sieht irgendwie kuschelig aus. Schön. Ja, der Vlies soll ein bisschen davor schützen, dass die Folie von außen beschädigt wird durch spitze Steine, Wurzeln, Tieren, was auch immer. Genau. Und deswegen machen wir da einen schönen Vlies rein, damit die Folie diesmal ein bisschen länger hält. Hehe. Die Teichfolie. Oh, die ist schwer. Die hat Gewicht. So, steht auf dem Paket, wie viel die wiegt? Nee, weiß ich gar nicht. Aber das dürften, keine Ahnung, 10 Kilo oder so sein. Hui. Also mehr als der Oscar auf jeden Fall. Ja, der wiegt 9,5. Oh. Wie macht man das eigentlich am klügsten? Wenn man wüsste, wie die jetzt gefaltet ist. Dann guck doch mal, wie sie gefaltet ist. Ja, aber dazu muss ich die ja ausrollen. Schon was? Ja. So. Wasser nehme ich an. Wasser am Arsch! Wasser am Arsch! Oh yeah! Plitsch, platsch! Schön. So, heute hat sich leider was, wie fange ich das eigentlich an, so ein Video, keine Ahnung, heute ist mir was in die Pfanne gegangen und zwar haben wir hier drin ja immer wieder mal Mäuse und Ratten und keine Ahnung, das ist voll nervig und wir haben ja mal einen Stream gemacht, wo wir mal eine tote Maus oder Ratte gefunden haben und jetzt habe ich es just for fun, weil hier immer noch irgendwas los ist, eine Lebendfalle besorgt und jetzt haben wir tatsächlich was gefangen und eigentlich wollte ich die jetzt weit wegbringen, aber es hat sich was rausgestellt. Wo sitzt die Ratte? Fettes Viech? Ja, da oben ist sie mal durchgekommen und ich weiß nicht, irgendwie hatte ich jetzt das Gefühl, dass da hinten Junge drin sind und jetzt möchte ich der Ratte das eigentlich nicht antun, beziehungsweise der Familie nicht antun, dass ich die jetzt voll weit wegbringe und dann die Junge da verhungern. Deswegen lassen wir die jetzt wieder frei. Ja, genau. In der Hoffnung, dass sie vielleicht nie wieder hier reingeht. So, ich werde mir jetzt kurz ein paar Handschuhe holen, weil ich schon mal gehört habe, dass so Ratten ziemlich biestig sein können, wenn sie ja schlechte Laune haben. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, von einer Ratte gebissen zu werden. Weil die ja auch oft Krankheiten mit sich rumschleppen können. Und dann, ja, das wäre einfach doof. Möchte ich einfach nicht. So, wir werden es jetzt so machen, dass wir die Kleine da runterholen. Wird dir wahrscheinlich überhaupt nicht gefallen. Und dann stellen wir das hier so hier rein und dann muss ich mal gucken, wie ich die Klappe öffne, ohne dass ich meine Finger da irgendwie vorne verwende und genau, und dann lasse ich die Ratte hier reinrennen und irgendwie findet die ihren Weg schon wieder da hoch und genau, und ja, ich weiß es nicht hundertprozentig, ob da Jungen drin sind, aber ich habe vorhin da drin Kruscheln gehört, also entweder sind da noch weitere Viecher oder eben ihre Junge. Und wie gesagt, es wäre einfach doof. Das wäre einfach scheiße, wenn wir die jetzt voll weit wegbringen würden und die Junge würden da hinten drin sterben. Ich weiß nicht, wie genau die dahinter sind, ob da nochmal ein Brett ist. Ich habe keine Ahnung. Das mag's überhaupt nicht. Ja, das wird dir jetzt gleich überhaupt nicht gefallen, wenn wir dich da runterholen. So, ich ziehe mal meine Handschuhe an. Ich hab auch Verstärkung dabei. Gewaffnet. Hoch. Ja, schauen wir mal. Also manche wissen es ja vielleicht gar nicht,
Chihuahuas sind ja ursprünglich dafür gezüchtet, Mäuse und Ratten zu jagen. Ist zwar viele tausend Jahre her, aber ursprünglich ist der Gedanke von Chihuahuas und Mäuse und Ratten zu jagen. Und wir hatten schon mal eine Maus in der Wut, als wir noch Schlangen hatten. Und das ist mal eine... Das gefällt ihr überhaupt nicht. Sie weiß, was passiert. Genau, und da hatten wir mal eine Maus. Ist uns mal entkommen. Und die Amy hat nicht lange gezögert und Harz hat sich gleich geschnappt. Also die hat da auch nicht, echt nicht gezögert. Die hat genau gewusst, was sie machen muss. Und die Maus war dann halt, ja, ratzfatz tot gewesen. Genau, und ja, haben wir dann eine Schlange gegeben. Die hat sie dann gegessen, alles gut. Ja, aber krass. So, ich muss hier ein bisschen was beiseite räumen, damit wir da gut drankommen. Ich glaube ja fast, dass die eigentlich total lieb ist, wenn der mal Hand hingeht. Die könnte gleich schnüffeln. Wahrscheinlich will sie eigentlich nur beißen, aber sie scheint eigentlich ganz lieb zu sein. Und sie ist auch eigentlich voll süß. Schaut mal, die hat so einen weißen Bauch. Ist eigentlich voll süß. Naja gut, okay. Ja, ich muss das Ding jetzt irgendwie da runterkriegen, ohne dass die an mich drankommt. Ich habe Lederhandschuhe an, also eigentlich dürfte nichts passieren. Aber ich möchte es einfach trotzdem nicht riskieren. Und die ist halt... Sie ist halt einfach hier eingeengt. Ja? Die ist natürlich angriffslustig. Ja? So, wie machen wir das jetzt am klügsten? Du willst mir am liebsten wehtun, gell? Ich kann nicht verstehen. Du hast bestimmt voll Angst. Ich helfe dir daraus. Versprochen. Ich bring dich zu deinen Jungen, wenn du welche hast. So, schauen wir mal, ob wir das so ein bisschen positionieren können. Ja. Panik, ne? Alles ist gut. Meine. Ich will dir nur helfen, da wieder rauszukommen. Da ist sie. Sieht er sie vielleicht mal ein bisschen besser. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Wir haben hier so eine Klappe hier, ja. Die muss ich irgendwie hochdrücken. Und das ist gar nicht so einfach, ohne dass die mich da erwischen kann. Ja. Ich möchte natürlich nicht gebissen werden, logischerweise, ja. Ich hoffe, dass sie dann nicht plötzlich einen Satz macht, umdreht und denkt, so, ich zeig's dir jetzt. Und dann versucht mich anzugreifen. Ich hoffe, dass sie einfach schlau genug ist und umdreht. Ich weiß aus Erfahrung, dass wenn mich was angreift, dass ich ziemlich rabiat sein kann. Wir hatten mal eine Maus auf dem Dachboden und ich wollte die Maus ja eigentlich nur da rauslassen. Und die ist dann irgendwie so entgegengesprungen und ich habe einfach mit einer Kiste auf sie gehauen, ohne drüber nachzudenken. Ja, sie war dann Matsch gewesen. Und ich hoffe, dass das mit dir nicht passiert. Also sei schön brav, ja. So. Ja, piep, piep, piep. Ich hab dich auch lieb. Geht gleich los. So. Stell mal dich mal auf den Boden. Miep, miep, miep. Ich hab echt Muffen, dass sie mich angreifen will. Ist doch alles gut. Wir helfen dir doch. Okay, wir machen das anders da. Ich habe kurz meinen Handschuh dran gehalten, sodass sie mich erwischen kann und die hat voll zugebissen. Leo, geh weg da. Ich glaube, dass die sofort angreifen würde. Deswegen machen wir das jetzt anders da. Ich habe es jetzt hochkant gestellt. Normalerweise müsste sie rauskommen, die kann ja klettern. Leo, bleib weg. Wir werden das jetzt einfach umklappen. Genau, und dann müsste das eigentlich gehen, wenn wir das umklappen. Ja, ja, ich weiß. Leo, geh mal weg. Schön da unten bleiben, solange ich hier am Öffnen bin, ja? So, Leo, komm. So. Ja, 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 ja. So, sie ist... Hat es sofort gemerkt und ist nach oben gegangen. Die Nachbarn sind auch gerade die Pferde am Reinholen. Leo, geh doch mal weg. Hast du gut gemacht, Leo? Ja, 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 gut gemacht. Schön aufgepasst hast du, ja. So gut.
Mach mal Sitz. 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 Bleib. Nein. Okay, sie ist raus. So. Gut. Gehen wir mal rein. Die Arme. Ich hoffe, sie nimmt nur einen Schrecken davon und ich hoffe, dass sie, wenn sie Junge hat, dann sich um ihre kümmert, um ihre Junge. Und ich hoffe, dass sie vielleicht sogar einfach umzieht. Dass der Streck so tief sitzt, dass sie sagt, hier will ich nicht mehr wohnen. Ja, auch mal eine interessante Erfahrung.